Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht's um die Glock 18 Xmas. Wings bekam oder bekommt einmal Glück Events für 7 Tage. Ich habe sie 2 Tage nach dem Event bekommen, also es gab diesmal bei den 12 Days of Crossfire a New Holiday Surprise Everyday Event gab es diesmal die Glock Xmas am 6. Tag. Da war auch der Patch Day. da gab es eben halt die Glock Xmas für 7 Tage zu gewinnen. Man musste einfach nur so Pistol Kills machen, also Primärwaffe, halt alles was Pistol ist, musste man einfach nur 50 Kills machen. Ich habe sie erst 2 Tage danach bekommen, irgendwie war das so komisch. Ich habe sie erst später bekommen, aber ist egal. Die Glock Xmas, naja, ich würde sagen, vom Skin her gefällt sie mir richtig gut, also ich würde sie gerne haben, permanent, nur temporär. Aber ich würde glaube ich, das ist eine Kackwaffe, denn damit zu spielen ist echt eine Hürde für mich. Ich spiele nicht mit so einem wenig Damage machenden Waffen. Das ist scheiße, mit so einem zu spielen, denn man denkt immer so, ah, da muss man sterben mal langsam und so. Wenn man jetzt mit einer Desert und einer M9 diese vergleichen will, genau so ist das. Denn die hat einfach nur zu wenig Power und auch nicht wirklich den Bums, auch wenn sie Triple Burst hat. Also Triple Shot oder was das auch immer ist. Oder automatisch Triple Fire mit Range. Auf jeden Fall, Reload Time beträgt 2,3 Sekunden. sie ist mit Semi-Automat, also wenn ihr einzeln klickt und die dann auch einzeln schießt, dann habt ihr das Magazin in 3,7 Sekunden leer. Und wenn ihr Triple Burst macht, also eben halt Triple Fire mit Range, also 3er Schuss mit restlich aktiviert ihr die, also könnt ihr mal switchen zwischen Semi und Triple. Sie hat 20 Sprints Bullets. Das ist schon heftig. 20? Ja, 20. Und hat insgesamt dann 8. Also, ich muss schon hart sagen, dass das echt viel ist, meiner Meinung nach. Ich finde allgemein, dass doch so krass viel Munition hat. Aber es bringt nichts, denn Power hat sie nicht genügend. Zwar hat jetzt der andere, wenn er euch jetzt wirklich trifft, habt ihr mehr Glück, aber ihr denkt so, ah, scheiße, ist die langsam und so. Und wenn sie schon 3,5 Sekunden braucht, Triple Burst zu schießen und der kann ja nicht direkt hintereinander so viel Mauer wegschießen, dann seid ihr auch schon am Marsch. Also, ja. Power her auf den Kopf macht sie von der Close Range 44 bis 65, auf den Oberkörper macht sie dann 12 bis 19 und auf den Füßen macht sie dann 10 bis 11 Damage. Das ist ein bisschen fies, denn ihr braucht mehr als 12 bis 14 Schüsse auf den Fuß, wenn ihr jetzt auf weitere Distanz seid. Was ist das? Hallo, da müsst ihr ja mehr als 50% da auf den Körper treffen und ich glaube nicht, dass man jede Kugel trifft, oder? Naja, Triple Burst ist auch nicht so der Burner, damit könnt ihr auch nicht so gut. Also wenn die 3 Bullets wirklich gerade so noch den Kopf treffen, also die letzte Bullet noch den Kopf trifft, dann habt ihr echt gute Karte, aber das ist echt schwierig. Ich muss sagen, da spiele ich lieber auf den Semi, weil Triple kommt die Karte. Das Mauser echt nicht mehr. Dennoch, wenn ihr euch an der Glock versuchen wollt, könnt ihr ja die normale im Shop kaufen. Die ist für GP, ist auch gar nicht allzu teuer, ich glaube. Ja, ein bisschen teurer als die Desert, aber weiß ich auch nicht, was die seit 80 Games die sich da gehabt hat. Sich da, nicht gedacht hat, aber das ist schön. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr zum Beispiel noch die M14 EWR New Xmas habt und ich die noch nicht reviewed habe, dann wenn ihr euch melden würdet, ich würde gerne ein Review darüber machen, denn die fehlt mir noch. Und bis zum nächsten Mal. Oder Review. Vielen Dank fürs Zuschauen.